Können wir hier auch schön schauen. Wir haben gleich die Hälfte voll noch. Dann warten wir eben ein wenig. Wir haben ja Zeit. Über die Hälfte haben wir. So geht's dahin, langsam hammer's. Es wird, es wird, es wird. Langsam aber sicher. Und dann sollte man nach Hause starten wieder mit dem Zug. Ne? Und wir könnten einfach einen zweiten craften, der exakt das gleiche macht. So, keine Ahnung, wir sind gleich jetzt bei 90%. Ich traue mich schon gar nicht mehr aussteigen. Ne? Und Kupfer ist dann das nächste, was wir anschließen, aber definitiv erst in der nächsten Aufnahme und dann Eisen. Ne? Das müssen wir hier hochkarren irgendwie. Wobei Kupfer und Eisen noch nicht so dringend benötigt werden wie Kohle, die wir relativ bald wahrscheinlich anschließen müssen, könnte ich mir vorstellen. Wie schauen wir stromtechnisch eigentlich aus? Ja, okay. Wird Zeit, dass wir mehr automatisieren, ne? So, wie schauen wir aus? Ja, 95% oder so. Man sieht schon, obwohl alle meine laufen, wir bringen den Zug nicht so schnell damit vor. Selbst wenn die Zeit haben zum Einladen, na, es kommt einfach noch zu wenig daher und da sind wir voll. Und ab geht's. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Ja, kohlemäßig müssen wir uns erstmal keine Gedanken mehr machen. So wie es aussieht. Da geht natürlich einiges rein. Wir sind aber relativ schnell am Ausladen, wenn ihr mich fragt. Wenn wir neue Belts haben, machen wir hier einfach Upgrades und es geht wahrscheinlich schneller. Aber wenn wir hier spätestens ein Problem haben, ne? Aber gut. Das heißt, wir können hier die Kohle, die unser Dings versorgt, unser Stromnetz versorgt, abkoppeln, wenn er mich fragt. Hier noch ein
Set Miner dazu. So. Und natürlich Strom angeschlossen. Dann ist das jetzt rein nur mehr die Kohle für unsere Base, ne? Ach, das sind die Miner für das alte, für das Forschungssystem, und das ist hier ein neues System, ne? Wie schauen wir da oben denn überhaupt aus? Es baut sich langsam ein Backlog auf, ne? Auch Fließbänder. Die Betonung, es baut sich langsam auf. Das heißt, es wird Zeit, dass wir mehr forschen. Ne? Vielleicht auch mit den Kollegen oder die Level 2 Builds automatisieren anfangen. Ne? Ist durchaus auch eine Möglichkeit. Aber ich glaube, wir konzentrieren uns in der nächsten Aufnahme noch drauf, hier Kupfer und Eisen anzuliefern. Auch wenn Eisen noch kein Problem ist. Mal die Vorbereitung sein, um unser Heizsystem mit Kohle zu versorgen. Ne? Vorerst ist eh hier noch einiges drauf, wenn ich mir das anschaue. Läuft zwar langsam weg, aber ja, die Betonung liegt auf langsam. Wie schauen wir hier aus? Sehr schön. Ausnahmsweise mal ein Backlog an roter Science. Da hat sich das Montagemaschinen-Upgrade wohl ausbezahlt. Das machen wir eben für die Grünen auch, wenn wir schon hier sind. Zack. Uncrafted aus. Auch das schneller, ne? Sehr cool, sehr cool. Ja, mit den 18 Megawatt werden wir wahrscheinlich noch nicht lange aushalten können, ne? Ich überlege gerade, ob wir noch so ein Radar machen. Wo ist es denn? Um bei unserer Basis oben auch ein wenig mitmachen zu können. Natürlich fährt er genau jetzt los. Gut, dass da der Kollege noch nachtanken fährt. Bitte mitnehmen. No. Und wegfetzen. Ein Radar zum Radau machen, ne? Ja, ich fürchte, das wird wieder ein wenig dauern, aber ist der Kollege hier vor ist. Grüne Kabel, Kombinatoren, Stromschalter, cool.
Ich überlege gerade, ob wir jetzt nach oben hier weiter basteln sollen. Ich will aber, glaube ich, zuerst zurück in die Base. Glücklicherweise können wir den Start immer machen. Irgendwas zu holen, das ich jetzt natürlich vergessen habe. Ne? Wie könnte es auch anders sein? Ach, Motoren. Motoren wären gut. Und dann bauen wir einen zweiten Zug, der die gleiche Schedule bekommt, wie der Kollege, der hier schon fährt, aus dem einfachen Grund, dass immer wo haben wir die Motoren? Hier unten nicht, ne? Damit immer ein Zug oben in der Station steht, ne? Hochofen. Könnten wir umbauen, unsere anderen Öfen, ne? Testweise. Und wir machen einen Zug für uns zum Fahren, ne? Natürlich rauscht der Kollege jetzt davon. Aber das war eh erwartbar. Einfach, dann könnten wir warten, bis er herunten ist, oder wir machen es eben manuell, ne? Wir fahren nach Kohle 1, volles Frachtinventar, Coal Drop-Up, leeres Inventar, Refuel und auf geht's. Der müsste jetzt auch hochfahren und das Wichtigste, dann einfach warten, ne? Genau, und sobald der Kollege hier oben voll ist, was noch dauern kann, kann er auch losfahren. So, dann brauche ich eben noch ein Stack Kohle. Dankeschön. Für meine Lokomotive. Wir sollten auch hier die Möglichkeit schaffen, dass ein Zug oder von mir aus zwei hier stehen können, ne? Falls dann mal viel los ist. Können wir eigentlich haben wir eigentlich da unten ne, wir haben hier den Gleisabschnitt und hier den Gleisabschnitt, wir sollten aber auch da geht kein ganzer Zug rein, dann kann es nur
eine Weiterleitung sein. Dahin. Okay, und hier noch einen hingestopft. Vor der Kehre, ne? Genau, und sobald wir hier draußen sind, ist da alles grün. Perfekt. Hier darf jetzt keiner rüberkommen. Ja, genau. Hier witzigerweise dürfte jetzt wer reinfahren, auch von oben. Aber jetzt ist es grün. Na gut. Sehr schön, das heißt, hier können wir auch voll tanken ohne Probleme. Ah, das sind die Bonus. Cool. Da haben wir schon welche freigeschaltet. Nicht schlecht, nicht schlecht. Brennstoff sehen wir nicht. Wäre natürlich interessant zu sehen, wie der aussieht. Der fetzt gleich weg. Sehr schön. Dann sollte der gleich losfahren. Genau. Der fährt jetzt dann gleich rein, ne? Sehr geil. Sollte jetzt hier ausladen können. Was er natürlich nicht kann, ist hier zwar hochfahren, aber er kann da nicht tanken fahren. Ne? Das heißt, er steckt dann hier irgendwo drinnen, ne? So in der halben. Ja, ist nicht ideal, nicht ideal. Aber ja, hier könnte man reinfahren, ja. Okay, also hier werden wir früher oder später ein Problem bekommen. Na gut. Genau, weil er wird dann hier so stecken und könnte nicht nach links fahren, weil da der Zug steckt, ne? Ja. Falls wir beim Nachladen mal ein Problem haben, wissen wir es, ne? Okay. Mitten durch den Wald durch, ne? Wer hat sich denn das so überlegt? Brandbomben oder so haben wir noch nicht, ne? Was erforschen wir gerade? Schaden von Explosivwaffen. Ja. Naja, wir haben eh keine Kohle dabei, dann ist eh egal. Das Problem ist halt, dass die Kurvenradien von den Zügen halt mega sind, ne? Oha, wenig Strom, was? Wenn Greifer Maschinen langsam gar nicht mehr, aber wenn du Arbeitstempo gibt, kannst du unsere bevor es zu spät ist.
Wenig Strom, glaube ich, höre nicht. Das kann nur sein, dass sich jetzt alles eingeschaltet hat, ne? Ach, da haben wir Strom. Nee, wir haben nur keine Kohle mehr. Yep. Ja gut, bleib halt erstmal hier stehen, ist eh egal. Das ging dann doch schneller, als ich erwartet hatte. Muss ich auch ehrlich zugeben. Haben wir unsere 18 Megawatt wieder hochgefahren, ne? Bleibt nur zu hoffen, dass wir hier auch genug Kohle puffern, ne? Aber ich glaube schon. Ich glaube schon. Okay. Ich glaube, hier sind wir ganz gut angehalten. Wenn wir uns hier langsam aber sicher nach rechts bewegen, ne? Einziger Nachteil hier sind viele Bäume abzubauen, ne? Sehr schön, wir erforschen jetzt auch Solarenergie. Vielleicht sollten wir uns auch die dann zu Herzen nehmen, inklusive Akkus, ne? Numero uno. Fehlt nur ein Baum. Ich freue mich jetzt schon, wenn wir die Abbauroboter haben, ne? Ehrlich wollte ich hier gar nicht mehr rüber bauen, ne? In dieser Aufnahme. Na gut. Ich habe keinen Plan, wo mein Typ herumläuft hier. Aber auf jeden Fall effizientere Methoden, ne?
Aber es wird, wir müssen nur hier den Bereich freiräumen. Ach du Schande. Damit wir einen Loop einbauen können, ne? Ich überlege gerade, ob man statt dem Loop, ja, den werden wir aber brauchen, es hilft nichts, zum Umdrehen. Hier stehen ein paar weniger Bäume, das würde sich jetzt anbieten, ne? Okay. Ein wenig gerader möchte ich noch ein, zwei volle Längen, damit wir auch Platz zum Beladen haben, ne? Noch weg hier. Wo sind wir denn schon wieder hier? Zwei weg hier. So. Schön, schön. Wahrscheinlich geht es dann hier auch irgendwann mal gerade weiter oder so, ne? Ein Signal und Kollegen. Kopper 1. Genau. Natürlich haben wir nicht mehr von denen. Wäre ja auch blöd gewesen. So, jetzt höre ich dann aber wirklich gleich auf, ne? Keine Sorge.